Wir schauen uns das Video jetzt mal an. Let's go. Ich muss sagen, rückwirkend nochmal möchte ich eine Sache nochmal sagen. Auch wenn man sich vielleicht ein wenig unterschiedlich entwickelt hat, Knossi und ich, was ja auch gar nicht böse gemeint ist. Ich habe das Gefühl, an einem Punkt, und das ist auch ganz normal, trotzdem, Knossi und ich verstehen uns doch gut, aber an einem Punkt habe ich das Gefühl, dass Knossi rechts abgebogen ist, ich bin links abgebogen. Und jeder fährt so ein bisschen gerade seinen Weg. Eventuell stoßen wir auch irgendwann wieder ganz normal zusammen. Ich muss aber sagen, dass eigentlich mein Highlight 2020 das Angelcamp war, Digga. Knossi und ich haben keinen Streit, versteht das nicht falsch. Aber ihr merkt ja, Knossi macht auf der einen Seite sein Ding, ich mache auf der anderen Seite mein Ding. Und das ist auch okay, Digga. Das ist auch okay. Aber ich muss sagen, Angelcamp war 2020 wirklich ein absolutes Highlight, Digga. Wenn ich jetzt gerade zurückschaue und mich da an die Zeit erinnere, kriege ich Gänsehaut, Digga. Es war so geil, Alter. Es war so geil, Digga. Beiden steuern die Drohnen. Lasst euch nicht irritieren, Jungs. Moin, Servus. Das war nur eine ganz normale. Herzlich willkommen zum Internetereignis des Jahres. Also das war wirklich Internetereignis im Jahr 2020. Da muss man auch zu Recht im Nachhinein nochmal Props geben. Das war das krasseste Event, was ich jemals auf Twitch gesehen habe. Und zu Recht wurde mein Oldschool-Zuschauerrekord damit gebrochen. Zu Recht. Wirklich. Das war so ein Highlight 2020, Bruder. Wenn es nach mir geht, morgen wieder Angelcamp, Bruder. Ich bin wieder am Start. Das war so geil. Ich habe es auch so genossen, mit Memo da zu sein, Digga. Wirklich. Respekt. Nochmal an der Stelle an Knossi und seine Jungs und an das Team dahinter, die das möglich gemacht haben, Digga. Das war ein Highlight für mich. Die neue Dating-Show 2020. Diese vier Singles sind auf der Suche nach einer Traumfrau. Doch nur einer kann die bezaubernde Claudia Dagan für sich erobern. Großer Applaus für Claudia Dagan! Ja, die ist geil. Du dummer Bicker. So ein dummer Bicker. So, also wie hat er das denn bitte schön da reingemacht? Oh, ey. Oh, ja, Mann. Ey, Leute. Was los? Ich habe eine Freundin und ich werde hier nicht mitmachen. Ich zieh ab. Ciao. So, bleib hier. Ey, da ist doch niemand. Sascha, bleib hier. Hörst du das nicht? Oh mein Gott! Den spricht ein Claudia da vorne. Claudia! Bad Girl Moment! Ich könnte kotzen! Ich könnte nur noch kotzen! Es reicht jetzt dann auch! Knossi war so sauer, Digga, als ich mit meinem Lambo da gekommen bin und Claudia Auge gemacht hat auf mein Lambo und auf mich. Das war so lustig, Digga. Er hätte jetzt auch selber nicht gedacht, dass er sich für das vergibt. Pops dir einmal. Du bist ein Naturteil. Claudia! Mach das nicht! Du Drecksau! Arschloch, du Blödes! Jetzt kommt der Schlachter! Bam! 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 Digga, du hast Shrek überfahren. Jetzt ist deine Chance, Bruder Claudia irgendwie zu erobern. Einmal rein in die Rolle. Sing dir doch was vor auf der Bühne. Alge oder so. Glaub mir, Frauen lieben sowas. Das mache ich. Meine Damen und Herren, Claudia! Jetzt kommt es zum musikalischen Hauptakt. Das mit Shrek fand ich persönlich auch ein bisschen too much, muss ich sagen, ja? Hier kommt Alge. Scheiße. Komposter.
Krone auf dem Kopf und die Maus in der Hand. Gönn mir nonstop Kopf. Mauernet ein Gott, Allah regiert hier das Land. Alle wissen doch, Allah ist ein King. Stopp! Hör auf! Was ist denn los? Ey, Jens, es nervt. Hör bitte einfach auf zu singen, Mann. Der soll endlich aufhören. Es dauert zu lange. Wir wollen ja auch niemanden zwingen, das hier sich reinzuziehen, ne? Ja, ist so. Ey, Jens, ist mir auch einfach zu laut. Hör einfach bitte auf. Du bist viel zu laut, Digga. Du bist einfach viel zu laut. Bin ich zu laut? Bist du zu schwach? Bin ich zu laut? Bist du zu schwach? Bin ich zu laut? Bist du zu schwach? Ich hab mir so gesichtet. Wir bleiben drin! Dann bist du zu schwach. Bunker auf. Alter, er macht mich gerade überaggressiv, du Fucker, Alter. Wir gehen rein. Bist du noch ganz sauber oder was? Lass mich raus. Wir gehen rein. Und gehen zu dir. Ja, von wo ist der Clip hier? Von wo ist, wer hat diesen Clip? Von Reefed? Wer ist das? Wer ist Reefed? Eine Streamerin? Ey, wann war denn die Buxude? Warum ist die nie vorbeigekommen? Ey, wo ist denn das Video? Hier ist das doch gar nicht. Ihr A-Stream-Clip? Ja, aber irgendwo muss doch den Clip geben. Irgendwo muss doch den Clip geben, Digga. Den kannte ich noch gar nicht. Hä, die hat einen ihr A-Stream gemacht und da war ich? Wann war denn das? Kann man das sehen, wann der Clip entstanden ist? Ein Jahr her? Den kenn ich gar nicht, den Clip. Da, links, links, Leute. Ja, da ist er. Da kommt man dann. Da links! Was? Ja, ich sehe. Da ist echt Monte. Als ob, das ist doch ein Joke. Mit meinem Mund! Mit meinem Mund! Auf geht's, rennen, let's go! Also ich muss wirklich sagen, es gibt wenig Sachen, die ich mir gerne von mir so oft angucke, aber ich liebe einfach Clips, wo Leute gefilmt haben, wo ich an ihm vorbeifahre mit meinem Lambo. Was? Ja, ich sehe. Da ist echt Monte. Oh, ich liebe das. Als ob, das ist doch eine. Ich liebe es, den Lambo selber von außen zu hören, Digga. Das ist doch ein Joke. Mit meinem Mund. Auf geht's, rennen, let's go. Da werde ich gleich nochmal reingehen, in die Clips. Ja, weiter geht's. Und gehen zu ihrem King, da gönn ich mir den Pfand mit Krone auf dem Kopf. Ist das der König, der Meister, der Chef? Eins in den Chef. Eins in den Chef. Alge. Alter, wie Sascha auch abgefeuert hat. Sascha! Die typische Raucherkarriere beginnt früh. Der erste. Oha, Sascha, Digga. Bastet. Der Griff zur Zigarette findet im Schnitt zwischen 12 und 17 Jahren statt. Das ist der 16-jährige Sascha. Gerade nimmt der Lauch Alkohol zu sich. Er ist süchtig. Der größte Anreiz? Dazu zu gehören, erwachsen wirken, verbotene Früchte probieren. Genauso wie der Sascha rauchen etwa 12% aller Jugendlichen. Selbst diese zwei. Es bewegt sich Richtung Angel. Da, also das muss ich wirklich sagen, da liebe ich Knossi für, wie er das anmoderiert hat. Gänsehaut jedes Mal. Camp.
Der einzig wahre. Der Mann, der Get in the Level groß gemacht hat. Die Nummer 1 bei Fortnite. Memo mit 5 Uhr. Oh, guck mal da rechts, Memo. Maschallah. Maschallah. Ey, Memo, willst du mit dem Boot raus? Nee. Musst du aber, du Keck. In das Wasser würde ich nicht gehen, weil ich habe immer Angst, weil ich habe zu viel Flussmonster geguckt, weißt du? Ist so. In den Tiefen des Meeres lauern wundersame Wesen. Zum Beispiel Kurmann, der Krieger. Er kann bis zu 2,5 Meter groß werden. Seine Opfer fühlen sich im Seegras sicher. Wir machen alle gerade Pipi gemeinsam. Rossi, zieh dich jetzt an! Das gibt's doch gar nicht. Ey, Unke. Also das war schon ein gutes Video, Digga. War schon ein gutes Video, Mann. Ja, also wirklich, Props.